Leute, was steht da? Siroipel-a-Farm. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber egal, das ist auf jeden Fall hier das Motto dieses Stadtteils, wie es aussieht. So, gehen wir mal einfach über die Häuser rüber, weil es ist schneller, denke ich, als wenn ich durch die Straßen gehe. Und da ist prinzipiell ein Verbrecher, aber ganz ehrlich, das sei nochmal drauf geschissen, oder? Müsste ich nur wieder zurückgehen. Was hat es eigentlich mit diesem komischen Vorspulsymbol da auf sich? Gibt es hier irgendwo noch was, was ich brauche? Ja, hier waren wir ja schon. Oh! Au. Das war nicht so gut. Wo bin ich denn hier gelandet? Die Mission ist jedenfalls in dieser Richtung irgendwo. Ja. Hallo, ich will da hoch. Und dann will ich da hoch und dann will ich da lang. So. Ich hoffe, jetzt kommen wir da aber auch schnell mal hin. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit nur am Reisen. Hallo? Nur am Reisen sind. Hallo? Ich. Geht doch. Ich muss da mal lang. Wo auch immer ich da hinkommen werde, das weiß ich ja überhaupt nicht. Den Banditen töten, ohne entdeckt zu werden. Hab ich den jetzt getötet, ohne entdeckt zu werden? So, ich glaube, das war nicht unauffällig genug. Ich bin da mal weg. Hat mich niemand gesehen. Hoffe ich. Wahrscheinlich schon. Und dann habe ich gleich die Polizei am Hals. Aber ganz ehrlich, mit denen werde ich fertig. Wie weit ist denn das weg, sag mal? Es ist ja ganz da hinten. Das Königreich der Bachelor. Das ist ja immer ganz toll, diese Missionen, die so ewig weit weg sind. Hier beachten sie mich gar nicht. Ich laufe hier nur durch. Ich muss hier einmal mal über die Dächer und bin dann schon bald hoffentlich da, wo ich hin will. Wahrscheinlich überhaupt nicht, aber das kennen wir ja. So, so. Ah, nein! Och, nö! Warum springt der Typ denn immer irgendwo mitten ins Nichts rein? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? Ah, das hat mich sogar vorangebracht. Wie es scheint. So, fort! Extremisten mag ich einfach nie. Die stören nur. Deswegen muss ich sie alle mal schlachten. Haben die denn irgendwas für mich, was ich brauche? Rauchbomben habe ich mehr als genug.
Hat da einfach einer geschossen? Alter, ich mache hier für euch die Arbeit, Jungs. Das gefällt mir so gar nicht. Ich mache euch keinen Ärger, Bruder. Ja, dann mach mir auch keinen Ärger. Was? Was ist los? Der liegt hier aber auch ein bisschen ungesund, habe ich das Gefühl. Alter, was? Haben wir dem die Eingeweide hier rausgerissen, oder? Dann ist ja gut. Liegt da immer irgendwie so ein Verdauungstrakt rum. Das ist ja normal hier für die Gegend. Zweimal Munition habe ich gekriegt. Munition brauche ich sowieso immer wieder. Die habe ich dann dadurch, endlich. So, ich muss aber hier mal lang. In Barschellen, wo ich da hinkomme. Irgendwo hier müsste es doch in der Nähe sein, die ganze Mission. Zumindest zeigt der Pfeil mich irgendwo dahin, wo ich da hin soll. Deswegen gehe ich da mal hin in die Richtung. Also aus dem Weg, ich muss hier durch. Dann muss ich mal weiter. Ach so. Ich gehe da einfach mal lang und da wird mich schon keiner aufhalten. Ja, schreit mal nicht so rum da hinten. Ich habe euch einen Gefallen getan. Kann ich das mal irgendwie markieren, damit ich das hier auch sehe? Meter sind es noch. Na, 100 Meter, das kriege ich hin. Ja. Au. Wie war heilen nochmal? Nee. Kuh, genau, Kuh war's. Dann habe ich mich mal eben wieder geheilt und kann dann hier endlich die Mission machen. Hat ja lang genug gedauert, hier hinzukommen. Spillen. Ah ja. Den Chor des Mirakels untersuchen. So spricht man das ja bekanntlich aus. Da sind Gegner. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Da war's schlimm. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel. Alles wird gut. Ach so. Alles wird gut. Das klingt doch immer vielversprechend. Schlägerei! So. Alter, du zappelst mir zu viel, Junge. So. Ja, ganz genau das, was du sagst, das meine ich auch.
Hier wird nicht überlebt. Was haben wir denn da? Ja, hier ist so ein Zeichen. Was mache ich damit? Ich weiß nicht so ganz, was ich hier eigentlich suche. Ich habe so dieses Zeichen gesehen und was mache ich jetzt damit? Ja, hier ist das Symbol. Okay. Da ist ein goldener Typ. Oh Gott, doch. Da bist du ja. Ja. Oh, das würde ich lassen. Seht. Ach, wirklich? Und du bist, wer genau? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Ach wirklich? Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen. Ja? Und die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Das ist eine gute Idee. Den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Ach ja. Ja, das tue ich. Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Das ist eine gute Frage. Hoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arnold. Ach wirklich? Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Ach so. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Ja, wenn du das sagst, dann ist das... Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Ach wirklich? Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Ja, dann... Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Eine hübsche Spur, das klingt doch schon mal... Untersuchen sollen wir. Dann folgen wir mal dieser überaus hübschen Spur. Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen. Schläfst warm wie eine Katze vor. Versuch doch mal! Keinen Schritt! Du Scheiße! Das hat schon mal nicht geklappt. Mit der Phantomklinge soll ich sie killen. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Leg dich auf einen von denen und du schläfst warm wie eine Katze vor. Im Eilschritt, Leute. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Oh!
Dann will ich den nochmal verfolgen. Aber erstmal muss der natürlich mich nicht, darf er mich nicht beachten. Wer bist du? Keinen Schritt weiter. Pass mich nicht an. Zurück mit dir. Wenn ich dich in die Finger kriege, reiß ich dir die Augen raus! Monsieur Latour, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechte? Und zwar eher als ihr denkt, glaubt mir. Ach Mann, wie soll ich den folgen, ohne gesehen zu werden?